Und damit ein herzliches Willkommen bei der ersten Vorstellung im neuen Jahr des Season Pass 2, nämlich das Göweilpack. Ja, es gibt wieder ganz viele Neuerungen und sehr viele neue Geräte, die wir euch heute im Einzelnen wirklich mal vorstellen wollen. Als erstes würde ich mit euch mal in den Shop gehen. Ihr findet das Göweilpack ganz einfach wie immer hier unter DLCs Göweilpack. Und da habt ihr im Endeffekt alles da, was ihr braucht. Von der Folienballenzange über die Folienballenzange etwas in einer anderen Ausführung bis hin zur stationären Ballenpresse, die wir euch natürlich heute auch noch zeigen wollen. So, wir gucken uns so ein paar Sachen mal an. Also ich glaube, hier vorne so diese Geschichten, die brauchen wir uns jetzt nicht im Einzelnen angucken, sondern die könnt ihr dann im Spiel betrachten, also wenn wir aus dem Shop wieder draußen sind. Wo ich mal ein bisschen drauf gucken will, das ist nämlich zum einen diese Ballenpresse und die nehmen wir jetzt mal stellvertretend für alles andere her. Wir werden uns dann aber auch noch die stationäre hier im Shop mal ein bisschen angucken. So, wir haben eine Press-Wickel-Kombi und natürlich im Göweil-Blau mit dem wunderschönen Aufdruck Göweil. Ja, ist das Ding eigentlich schon ganz schick, wie ich meine. So, zu den technischen Daten habt ihr ja im Vorspann schon gesehen, aber das ganze Ding umfasst 9 Tonnen, braucht ungefähr 160 PS. Mit 17 km/h können wir pressen, also eigentlich ziemlich schnell sogar, muss ich sagen. Wir haben Ballen bis zur Größe von 125 cm, also das sieht wirklich alles ganz gut aus. So, die Wickler-Ausführung können wir in Standard machen und mit Ballendreher, also so, dass unsere Ballen gleich auch auf die richtige Seite gedreht werden und wir die mit dieser Folienzange im Endeffekt auch gleich nehmen können. Siliertankmittel, das haben wir überall mit dabei, können wir machen, ne? Optionsweise, kostet 2.000 € Aufpreis, geht eigentlich ganz gut und wir haben natürlich mehrere Auswahl an Farben für die Wickelfolie. Das ist natürlich auch ganz gut, wenn wir jetzt mehrere Mitspieler haben, kann natürlich jeder seine eigene Farbe da nutzen. Sieht erstmal ganz gut aus. Vom Preis her muss man schon sagen, es ist ein stolzer Preis, 100.500 ist schon nicht ganz ohne, muss ich sagen. So, dann gucken wir uns noch die stationäre Ballenpresse an. Und das Ding ist wirklich brachial, ne? Also wenn wir das so sehen, das Ding hat schon wirklich ein bisschen was zu bieten. So, wir können 20.000 Liter reinfüllen. Das Ding, ja, hat 15,8 Tonnen, 120 PS braucht das und kann 125 bis 150 Zentimeter Ballen machen. Auch hier haben wir wieder einen Ballendreher, wenn wir das wollen, oder auch eben nicht. Ne, das wird dann natürlich hier vorne eingestellt, je nachdem, was wir halt haben wollen. Siliermitteltank und Folienfarbe sind natürlich auch wieder am Start, werden wir uns dann angucken. So, das Wichtige, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, Göweil. Warum Göweil? Ganz einfach, weil wir jetzt auch nicht nur Gras zu Ballen verarbeiten können, sondern auch Maishäcksel. Das werden wir uns nachher noch angucken. So, jetzt haben wir hier als erstes mal die Zange uns geschnappt, die wir nachher noch brauchen, weil wir werden die dann noch in Action sehen. Dann habe ich euch einfach mal die Ballenwickler hergestellt, die wir auch jetzt ja, uns gleich mal angucken werden im Gebrauch draußen auf dem Feld. Ich habe da nämlich was vorbereitet. Als erstes werden wir aber diese Ballenpresse hier nehmen und einfach mal so 3-4 Ballen pressen damit. Danach werden wir uns diese Ballenpresse schnappen und werden mal gucken, wie die funktioniert, wie das Ganze vonstatten geht. Hier haben wir dann mal die Ausführung, die wir stationär zum Beispiel am Hof uns hinstellen könnten oder auch am Rand des Feldes, wenn ihr mögt,
und da halt im Endeffekt euer Häckselblut gleich reinhauen. Auch das würde natürlich funktionieren. So, dann haben wir hier eine Ballengabel beziehungsweise noch eine Ballenzange. Und wir haben für den Frontlader hier auch die Ballenwickel, das Ballenwickelgerät. Ja, so sieht's aus. Gut, dann würde ich sagen, meine Lieben, wir schnappen uns den Traktor und wir sehen uns auf dem Feld wieder. Los geht's. So, wir haben uns jetzt mal auf dem Feld positioniert. Wir gucken uns das Ganze einfach mal von außen an. Man muss wirklich sagen, eine sehr, sehr schicke Ballenpresse. So, dann wollen wir einfach mal probieren. Wir fangen also hier mal an und pressen hier einfach mal ein bisschen was rein. Ja, geht auch eigentlich ziemlich schnell, muss ich sagen. Mit Y natürlich können wir die Ballen ablegen, wie immer. Das kennen wir ja eigentlich schon. Und dann geht es schon weiter. Wir gucken es uns mal von innen an. Also auch da funktioniert alles wunderbar und perfekt. Wir können hier ziemlich, ziemlich schnell arbeiten. Also 17 km/h ist echt eine gute Geschichte. Und schon geht's weiter. Also ihr seht, ja, die Ballenpresse, ja, eigentlich ziemlich geil gemacht. Und eins muss man ja natürlich dazu sagen, wir können den Ballen sehr, sehr schnell ausladen. Ne? Also wir sind sowas von flink unterwegs. Zeige euch das mal. Schon ist er draußen. So, und schon geht es im Endeffekt weiter. Und es sieht alles eigentlich ziemlich gut aus. Ich mache jetzt mal auf alle Fälle so 2-3 Bahnen für euch fertig, so dass wir hier mal ein bisschen was zu tun haben. Würde euch das einfach im Schnelldurchlauf zeigen und dann sehen wir uns danach einfach wieder. So, der nächste Schritt, wenn wir Ballen gemacht haben und die natürlich zu Silage machen wollen und wir nicht eine Ballenwickel- und Presskombi haben, wäre natürlich dann mit dem Ballenwickler einfach mal über das Feld zu fahren und ein paar Ballen hier einfach zu wickeln. Wir können das ganze Ding aufklappen, wir gucken mal ins Hilfemenü, was wir noch alles so machen können. Automatische Ablage natürlich wieder anschalten, können wir mit Y. Und dann geht es grundsätzlich eigentlich auch schon los. Das heißt, wir beginnen. So, wir fahren also hier eigentlich ganz normal, wie wir das so kennen, ran. Die Ballen werden aufgenommen. Wir können uns auch das mal angucken. Die Animation hier mal angucken. Also ich finde es eigentlich ziemlich geil gemacht, muss ich sagen. Ja. So, und wir haben natürlich, ihr seht es gerade, wir haben den automatischen Ballenleger im Endeffekt uns mit eingebaut, damit wir gleich so, wie sie hier auf dem Feld liegen, mit der Ballenzange ran können und aufladen. So sieht's aus. So, wir werden jetzt mal 2, 3, 4 Ballen wickeln oder auch 5 und danach sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder und wir haben jetzt natürlich hier noch ein Gerät, was wir ausprobieren wollen. Wir haben eine stationäre Ballenwickelmaschine.
Wichtig dabei zu beachten ist, sie darf am Traktor nicht angehängt sein. Ihr geht im Endeffekt hier einfach ran, drückt X, dann fährt sich das ganze Ding runter. Und können wir mal ins Hilfemenü gucken. Und wir könnten jetzt wieder automatisches Ablegen mit Y ab- oder anschalten. Ne? In Fahrzeug können wir natürlich auch einsteigen. Wartet mal. Achso, nee. Ja gut, nee, alles gut. Ja, jetzt ist die im Endeffekt erstmal scharf gemacht und wir versuchen jetzt mal hier ein, zwei Ballen einfach mal draufzulegen. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert und wie das Ganze funktioniert. So. Genau, wir nehmen uns also den Ballen und legen den auf die Maschine drauf. Und jetzt, meine Lieben, bin ich gespannt, weil ich habe es selber auch noch nie gemacht. Ja, und schon geht das ganze Ding los. Ja, finde ich eigentlich ziemlich interessant. Wir werden jetzt noch so zwei, drei Ballen hier ranfahren, noch holen und uns natürlich diese Sache ganz genau nochmal angucken und ja, ihr dürft natürlich mit dabei sein. Viel Spaß und bis gleich. Was wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen, ist der kleine Ballenwickler für den Traktor oder für den Frontlader oder. Wir klappen das ganze Ding einfach auf und ja, können den auch senken, fahren natürlich an den Ballen heran. Und siehe da, auch da wird der Ballen natürlich perfekt gewickelt. Und auch hier muss ich sagen, ist die Animation eigentlich ziemlich cool gemacht. Finde ich eigentlich ziemlich schön. So, natürlich können wir auch hier wieder den Ballen automatisch ablegen lassen. Finde ich ziemlich interessant. So, von innen geht das natürlich auch wahnsinnig gut und perfekt. Wir können also die Ballen wirklich anvisieren, ganz genau. Langsam ranfahren. Für kleinere Betriebe vielleicht ganz interessant, weil Ballenwickler an sich kosten sehr viel Geld, aber hier mit diesem Gerät, will ich mal sagen, haben wir für einen schmalen Taler eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache gekauft. Und ich sag mal, wenn wir jetzt nicht 200 Ballen pressen müssen und wickeln müssen, ist das eigentlich eine ganz solide Sache und eine sehr schöne Geschichte, die auch ziemlich schnell vonstatten geht, weil wir können ja zum nächsten Ballen schon fahren, können den im Endeffekt hier daneben ablegen und wenn der Ballen fertig ist und wir den abladen, können wir eigentlich gleich den nächsten aufnehmen. Zeige ich euch jetzt, die Ballen, die jetzt noch rumliegen, die machen wir jetzt hier mit diesem Ballenwickler an der Front vom ja, an der 3-Punkt-Aufnahme. Wem das alles noch natürlich zu viel Arbeit ist, der hat hier mit der Göweil Press- und Wickelkombi natürlich das Nonplusultra des Ballenwickelns im Endeffekt. Auch hier ist es wieder so, wir können die Ballenpresse aufklappen. Wir haben hier gleich so einen Ballendreher mit hinten dran. Ne? Also der dreht uns die Ballen auch gleich wieder dorthin, so wie wir sie wollen.
Und wir können wieder eine automatische Ballenablage anschalten. So. Und dann wollen wir mal die erste Sache hier pressen. Und wir gucken mal, ja, wie auch hier wieder die Animation gemacht ist. Denn wir müssten eigentlich sogar durchweg fahren können und durchweg aufnehmen können. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Oh nee. Das geht nicht. Okay, krass. Gut. Das wusste ich jetzt tatsächlich auch nicht. Ich habe gedacht, wir können durchweg fahren. Genau, aber ganz sauber schmeißt er uns den Ballen im Endeffekt raus. Was eine sehr schöne Sache ist. So, wir werden jetzt noch 3-4 Bahnen fahren. Und dann sehen wir uns mit der nächsten und schon letzten Maschine wieder. Ja, viel Spaß. So, als nächstes kleines Gimmick hat uns Göweil hier natürlich auch eine Art Ballenzange im Endeffekt mitgeliefert. Wir können die vorne und hinten natürlich ranmachen, wir können die aber auch umfunktionieren für den Teleskoplader. Wie funktioniert die ganze Geschichte? Ganz einfach. Ihr könnt die, wie gesagt, runter und hochfahren. Mit der Maus oder mit der Seitenkonsole, wie auch immer, könnt ihr sie auf- und zuklappen. Ihr könnt sie jetzt muss ich mal kurz gucken. Ah ja, nee, gut, das war es im Endeffekt schon. Doch, ihr könnt die klappen, wie ihr wollt. Also hin und her, ne? Ihr könnt die senken, anstellen, wie auch immer. Ja, und wie transportieren wir jetzt damit Ballen? Wenn wir zum Beispiel einen kleinen Betrieb haben, einen kleinen Hof, machen wir das im Endeffekt so. Klemmen das ganze Ding ein, fahren es hoch. Ja, und können so unsere Ballen im Endeffekt zusammenschlichten. Ne? Sprich, wir können wirklich hier auf dem Feld hin und her fahren und können uns ganz, ganz schnell eigentlich sogar unsere Ballen zusammensammeln. So, wir brauchen keine extra Geräte, also das heißt, wir brauchen nicht mal mehr unbedingt irgendeinen Frontlader oder irgendwas. Das funktioniert natürlich alles hier mit dem Ballenwerkzeug von Göweil. Wo ich sagen muss, ziemlich, ziemlich cool. Gut, um es jetzt natürlich aufeinander zu stapeln, ist es schon ratsam, da vielleicht noch irgendwo einen Frontlader zu haben. So, jetzt haben wir im Endeffekt erstmal alles gezeigt und auch, ich glaube, umfassend gezeigt. Ein was fehlt noch, nämlich das große Monstrum, und das zeige ich euch jetzt. So, unsere stationäre Ballenpresse. Gucken wir uns das Ding mal an, ganz in Ordnung oder ganz in Ruhe beziehungsweise, und klappen das Ganze mal aus. So, und jetzt, meine Lieben, jetzt guckt genau hin, wie krass diese Animation eigentlich wirklich ist. Jedes einzelne Teil funktioniert. Es ist der absolute Oberknaller. So, um jetzt die Ballenpresse natürlich zu starten, drücken wir einfach auf B oder auf den jeweiligen Knopf, den ihr ausgewählt habt. Ja, und dann geht es eigentlich auch schon zur Sache. Ich habe hier mal ein bisschen was vorbereitet. Sprich, wir haben uns hier mal ein bisschen Häckselgut hergeschmissen. Und jetzt probieren wir mal aus, ob das eigentlich so funktioniert, wie es auch soll. Guckt euch diese tolle Animation an. So, wir können wieder... Also ihr seht es jetzt schon. Ihr habt ein komplett neues HUD, ne, wo ihr im Endeffekt gucken könnt, wie voll ist das ganze Ding. Was geht rein, was geht raus und so weiter und so fort.
Wir können die Ballengröße ändern. Das ist schon mal ganz wichtig. Und wir können natürlich wieder das automatische Ablegen der Ballen ein- und ausschalten. Wenn ihr jetzt mit mehreren Leuten unterwegs seid, kann sich einer zum Beispiel darum kümmern, dass die Ballenpresse halt immer läuft. Also der bringt dann immer Sachen ran, ne? Und häckselt gut. Andere bleibt im Traktor sitzen und überprüft im Endeffekt die Presse. So, wir befüllen jetzt die Presse ein bisschen. Und dann gucken wir mal. Ja, wie das Ganze hier wird. So, und ihr seht schon, und zack, und zack. Ja, und der nächste kann jetzt im Endeffekt schon kommen. Mit zwei, drei Mann ist es natürlich am sinnvollsten. Ja, kann den Ballen hier wegnehmen, aufstapeln, fertig. Und ihr habt im Endeffekt euer Häckselgut wunderbar verarbeitet. Also, ich muss wirklich sagen, Leute, also das Göbeil-Pack, das ist schon der Hammer. Also ich finde es schon ziemlich, ziemlich cool. Ne? Vorteile sind im Endeffekt, ihr könnt von wirklich ganz, ganz geringem Budget bis großem Budget alles euch holen. Die Ballentechnik wird komplett revolutioniert im LS22 und was wichtig ist, ihr könnt jetzt auch Maishäckselgut einfach hier zu Ballen pressen. Ja, damit möchte ich mich ganz einfach von euch schon verabschieden. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und ihr habt den ersten Eindruck mal in dieses Göbeil-Pack. Ihr werdet es bei mir im Stream immer mal wieder mit sehen, weil ich finde das Ding einfach wirklich ziemlich geil gemacht. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen als bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Sven. Tschüss und ciao.